Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jenseits von Köpenick Box von Romano. Wie immer alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Jenseits von Köpenick, das Debütalbum, die Debütbox von Romano. Falls ihr euch fragt, wer der Herr auf dem Cover ist, wer dieser Indianer sein soll, das ist der Interpret Romano, relativ unbekannter Rapper, zumindest noch. Wir haben hier an den Seiten rot-weiß den Schriftzug, Romano jeweils, Oberseite glatt rot, Unterseite ebenfalls, auf der Vorderseite eben dieses Porträtfoto und eine Träne auf der Wange. Das sind seine echten Haare, ja. Und auf der Rückseite finden wir nochmal den großen Schriftzug und die Angabe, was der Boxinhalt ist. Wir haben CD, also Album, Instrumental-CD, dann eine Vinyl, einen Patch, ein A1-Plakat, einen Sticker und ein T-Shirt in der Größe L. Gut, klassische quadratische Klappbox. Wir schauen mal hinein. Gut, wir haben einmal ein T-Shirt, die Instrumentals, das Album an sich im Digipack, einen Sticker, das A1-Poster, den Patch, also Romano Schriftzug-Patch und die Vinyl. So, ja, die Box dann schließen. Wie immer fangen wir an mit dem Album. Digipack, so sieht das Ganze aus, genau wie auch schon das Boxcover der Künstler zu sehen. Und hier haben wir die Tracklist. Wir haben keine Features, sind alles Solo-Tracks, 13 an der Zahl, Jenseits von Köpenick Romano. Hier noch die Credits. Wenn wir das Ganze öffnen, haben wir hier ebenfalls wieder Credits. Und hier ist, schauen wir ganz kurz auf mein Booklet, ja, das Booklet ist hier noch drinnen. Und hier die CD an sich. So sieht das Ganze aus. Okay, das Booklet, komplett in Rot und Weiß, hier der Schriftzug Romano. Alles klar. Das Booklet ist hier auch zu falten, wie so ein Mini-Poster quasi. Und ihr habt hier wirklich alle Tracks abgetippt, den Text. Zweiseitig, doppelseitiges Booklet. Und hier sind wirklich alle Tracks. Schöne Sache, ich bin generell immer Fan davon, wenn man die Texte mitlesen, ablesen kann. Gehen wir das Booklet wieder zurück, wenn es will. So. Irgendwie. Ah, da unten, jetzt. Digipack. So, dann haben wir die Instrumentals. Hier rosa Pappschuber, die den Künstler oben ohne zeigt. Hier wieder die 13 Tracks als Instrumentals. Und die CD sieht ebenfalls rot-weiß aus, wie auch schon die vorige. So, dann haben wir die Vinyl. Hier sehen wir den guten Mann, wie er scheinbar einen Zopf in diese Moi-Flasche gesteckt hat, also Molotow-Cocktail mit Zopf. Und hier haben wir zwei Tracks drauf. Brenn die Bank ab und Metallkutte sind noch zwei seiner bekannteren Tracks, zu denen es auch Videoskopplungen gibt. Falls ihr den guten Mann noch nicht kennen solltet, empfehle ich euch den Track Köpenick. In meinen Augen der beste und absolute Ohrwurm, also die Hook Ohrwurm. Brenn die Bank ab.
Metallkutte bzw. Metalkutte, je nachdem. Schauen wir noch. Ja, ist eine klassische schwarze Vinyl. Brenn die Bank ab. Sehr gut. So, jetzt ganz zurück. Dann haben wir den Patch. So sieht der aus, auch in dieser Rot-Weiß-Optik gehalten. Sehr schöne Kombination, Schwarz-Weiß und Rot. Top, absolute Lieblingskombination. Kann man sich natürlich auf den Rucksack, auf die Tasche, auf die Jacke, wo auch immer dran nähen. Und ist auch gut verarbeitet, also wir sehen hier keine Fäden, die wegstehen oder sonst wie irgendwelche, ja, irgendwelche Schwachstellen. Ja, ist echt solide verarbeitet, macht einen guten Eindruck, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den Sticker, den Romano-Sticker in schwarz-weiß, rechteckig, schlicht. Dann haben wir, ich muss kurz mal Platz machen, das Poster, also A1 ist echt groß. So, ein Doppelposter. Für die Frage. So, aber jetzt. Also, dieses Bild kennen wir ja schon von der Instrumental-Version, vom Instrumental-Cover. Hier da. Nur, dass wir das jetzt hier abgeschnitten haben. Also, wir sehen nur bis hierhin. Und hier sehen wir das Gesicht des guten Mannes. Komplett. Ich werde mal ganz kurz die Kamera rausnehmen, damit wir das in der ganzen Größe erfassen können. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir natürlich noch die Rückseite. Und hier sehen wir das Cover, also das eigentliche Cover hier mit dem weinenden Gesicht von Romano. Mit dieser beigen, braunen Jacke. Sehr schön. Riesenplakat. Und die Qualität ist auch echt top. Also ihr seht hier keine Fallstreifen oder irgendwelche anderen Schwachstellen, die solche Poster normalerweise haben. Sehr schön. Gut, wir geben die Kamera mal wieder zurück. Denn wir kommen noch zum T-Shirt. Ich gebe das Poster mal kurz beiseite. Das T-Shirt ist komplett in Weiß gehalten und hat einen schwarzen Schriftzug. So sieht das Ganze aus. Romano. Rückseite ist blank. Kein Neckprint. Weiß und schwarz. Hier mit diesem zackigen Schriftzug. Und dann schauen wir noch. Wir haben es hier zu tun. Gilt in Softstyle. Größe L. Made in Bangladesch. 100% Baumwolle. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an, wie das T-Shirt getragen aussieht, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. So, sieht das Ganze dann getragen aus. Romano steht hier drauf. Ist jetzt zwar etwas geknittert, das Shirt, aber der Schriftzug hier quer über die Brust, in schwarz, auf weißem Shirt. Sieht gut aus. Und ist halt die Frage, ich glaube, die wenigsten haben einen Bezug dazu. Also Romano ist jetzt noch nicht so ein bekannter Künstler, dass da die Leute gleich wissen, worum es geht. Aber so von der Optik kann man das auf jeden Fall tragen. So, und abschließend fassen wir immer zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt, Größe L. Dieses Riesenplakat, dieses Doppelposter. Das Album im Digipack, die Album-Instrumentals im Pappschuber, im Pappcover, einen Romano-Sticker, den Patch bzw. Aufnäher, die Vinyl mit den zwei Tracks Brenn die Bank ab und Metallkutte bzw. Metalkutte. Ja, eine Menge Inhalt, also für eine Debütbox ist die Box echt gelungen in meinen Augen.
Das alles in dieser wunderbaren Box jenseits von Köpenick von Romano. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.